Sie suchen einen Kita-Platz für Ihr Kind, richtig? Ich kann Ihnen einen Körperspiel für mich tun, aber ja. Ja. Wie alt ist Ihr Kind? 7 Jahre. Ist für mich. Was du willst, das ich weiß. Es ist 2 Jahre alt und es ist ein Mädchen. Ich gucke mal kurz nach den Unterlagen. Und das schaue per Dokumentat. Und drucke sie mal aus. Wenn du dir auch printen willst. Ich kann Ihnen helfen bei der Antragstellung. Oder wir machen einen neuen Termin, um das auszufüllen. Ich würde schon gerne den Antrag heute stellen. Okay, machen Sie sich keine Sorgen, wir finden da schon eine Lösung. Danke schön. Einen Moment. Are you okay with me? Ja, ich kann für mich. Ist das okay, ich bin in Germany? Mein Deutsch tut alle so trinkt von neu, ich chat. Also, tut jetzt ein paar Gruppen. Pops, ein paar Gruppen. Was passiert gerade jetzt? Ich verstehe nicht mehr, worüber Sie reden. Was mache ich nun? Ich stelle eigentlich hier die Fragen. Ich muss schnell eingreifen. Was da gerade abläuft, kann irritieren. Die einzige Möglichkeit, den Grund für das Verhalten der Dolmetscherin zu erfahren und die Gesprächsleitung wieder zu übernehmen, ist, die Situation direkt anzusprechen. Entschuldigung. Kann ich die Beratung fortsetzen? Worüber haben Sie gerade gesprochen? Sie hat gefragt, ob ich Kinder habe und wie es ist so in solchen Fällen. Also wenn man einen Antrag stellt, wie lange dauert es, wie läuft die Prozedere so? Das war genau die Frage. Ich bin dann mit einem Computer mit einem Professor für mich erkannt für mich und was hat die Prozedur, als mehr schon ko, mit einem selbst dann das Dinge verschwinden zu dir, kann mich verloren. Ist eine Wurschmutter gepierst für den Professor? Ist das Ihrerseits erforderlich, dass das auch übersetzt wird? Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Da sind Informationen, die dann das, die, der, der weitere oder den weiteren Beratungsverlauf mal beeinflussen können. Die rücksichtsvolle Intervention gibt Ihnen die Gesprächsleitung zurück. Sie signalisieren damit auch, dass Sie darauf angewiesen sind, alle Aussagen vollständig nachvollziehen zu können. Bitten Sie die Dolmetscherin, Ihr Verhalten zu erklären, für das es tatsächlich plausible Erklärungen geben kann. Achten Sie darauf, dass Ihre Bitte und auch die Erklärung verdolmetscht werden. Ja, das war eine kleine Klammer. Ne? So. Ja, jetzt machen wir weiter. Und zwar, ich habe 2 gute Nachrichten für Sie. Kannst du bleiben mit mir, April? Das ist gut. Genau, ich habe in den Unterlagen geguckt, im Internet nachgeschaut. Und du hast ein paar Dokumente mit mir, die hast du im Internet.